Und wenn wir hier uns die Hände auflegen lassen, dass wir dann auch unseren Kindern und Enkelkindern die Hände auflegen. Und dann wird der Himmel in unser Haus kommen. Und wir haben Sieg. Die ganze Familie wird gerettet. Im Namen Jesu. Amen. 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 ผมไม่ทราบว่าต้องเลิกเมื่อไหร่มีเวลาจำกัดนะครับก็พยายามจะสอนแบบสั้นๆสรุปครับ ich weiß nicht wann ich aufhöre muss aber ich werde so kurz und knackig wie möglich jetzt reden No matter how spiritual we are no matter how much faith we have ไม่ว่าเราจะเป็นคนฝ่ายพระวิญญาณขนาดไหนหรือว่าเราจะเป็นคนที่มีความเชื่อขนาดไหน egal wie weit wir im Glauben schon gekommen sind und wie groß unser Glaube ist. The fact of life is that we all face disappointments. ความจริงในชีวิตก็คือทุกคนจะต้องประสบความผิดหวัง Es ist eine Tatsache, dass wir alle Täuschungen in unserem Leben erfahren müssen. Maybe you want to get a promotion at your work, but you did not get it, and you get disappointed. เช่นท่านอาจจะอยากได้รับการเลื่อนขั้นที่ทำงานแต่ไม่ได้รับท่านผิดหวังเคยซานดัสทูอะเนเบฟอร์ดเออร์งอินไดนัมอินไดนาอาร์บีทสเตลเออร์วาร์ตส์เออร์วาร์ตส์ฮัสต์อันดีส์นิชต์อินเทรดเอนอันดันบิสต์ทูเอนทอยช์ต์ but I want you to understand that God has a new thing for you in your life อยากจะหนุนใจว่าพระเจ้ามีสิ่งใหม่สำหรับชีวิตของท่าน ich möchte euch Mut machen Gott hat was Neues für euch vorbereitet พระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ประทานอนาคตให้แก่เรา Gott schenkt uns eine Zukunft. Nein, ist Jesaja 43, Vers 19. Jesaja 43, Vers 19. พระคัมภีร์บอกว่าดูเถิดเราจะกระทําสิ่งใหม่บัดนี้จะงอกขึ้นมาแล้วเจ้าไม่เห็นหรือเราจะทําทางในถิ่นทุรกันดารและแม่น้ําในที่แห้งแล้ง Da lesen wir in Jesaja 43, Vers 19, denn siehe, ich will ein neues schaffen. Jetzt wächst es auf. Erkennt ihr es denn nicht?Ich mache einen Weg in der Wüste und Wasserströme in der Einöde. Ich habe es immer wieder erlebt, dass die Vergangenheit, die ist passé, das ist vergangen. Aber Gott hat was Neues für uns vorbereitet. Der Herr sagt, jetzt wird was Neues passieren, wird wachsen. Ich sage jetzt, jetzt.Da steht, jetzt wächst es auf. Jetzt will Gott was Neues machen. Aber das Problem ist, wenn wir unser ganzes Leben von der Vergangenheit beeinflussen lassen, dann können wir nicht weitergehen ins Neue hinein. Gott hat etwas Gutes für uns in der Zukunft. Wir müssen gehen in das Gute.Gott hat was Gutes, was Neues uns vorbereitet und es ist wichtig, dass wir da hineingehen. Und was viele schon erlebt haben, du wirst enttäuscht sein von Dingen, die du erlebt hast. Und du hast in der Vergangenheit schmerzliche Dinge erlebt. Du hastFehler gemacht in der Vergangenheit. Und wir alle haben sowas erlebt in unserem Leben. Aber wenn wir in der Vergangenheit und in der Zukunft leben, dann können wir Aber solange wir immer noch an der Vergangenheit hängen und sie nicht loslassen, können wir nicht das Neue erleben. Denken wir immer an die Vergangenheit und dann ziehen wir die Vergangenheit in unser Leben herein. Viele Menschen leben mehr in der Vergangenheit als in der Gegenwart. Sie denken immer an das Alte, an die Schmerzen, an die Enttäuschungen und an all die Verletzungen, die sie erlebt haben. Vielleicht gibt es Menschen, die uns nicht mehr lieben, und sie gelten uns.
Vielleicht hat uns jemand abgelehnt oder nicht angenommen oder hat uns bekämpft. Oder jemand hat uns Geld gegeben, wir haben Geld ausgeliehen und wir haben es nie wieder zurückbekommen. Oder der Mensch, den wir geliebt haben, ist gestorben. Und wie gehen wir dann jetzt mit der Vergangenheit um? Wir können einfach nicht in die strahlende Zukunft hineingehen, die Gott für uns vorbereitet hat, solange wir immer noch an der Vergangenheit hängen. Und wenn wir verletzt wurden und dann bitter werden im Herzen, und dann sehen wir alles nur negativ. Und dann fangen wir an Gott zu zweifeln und Gott zu fragen, warum hast du das zugelassen? Oder wir klagen uns selber an und sagen, war ich so dumm und habe so viel falsch gemacht in der Vergangenheit. Und andere klagen andere an, die haben sich an mir verschuldet und weil die was falsch gemacht haben, geht es mir jetzt so schlecht. Und so können wir nicht in die neue Zukunft, die Gott für uns vorbereitet hat, hineingehen. Ich habe eins gelernt in 30 Jahren Nachfolge Jesu. Wir müssen Gott vertrauen. Und vieles, was in unserem Leben passiert ist, wir können es nicht erklären. Unsere Aufgabe ist, Gott zu vertrauen. Und im 5. Mose 29, Vers 29 lesen wir: Was verborgen ist, ist des Herrn, unseres Gottes. Was aber offenbart ist, das gilt uns und unseren Kindern ewiglich, dass wir tun sollen alle Worte dieses Gesetzes. Es gibt vieles in unserem Leben, das wir nicht verstehen. Das ist Geheimnis, aber das ist ein Geheimnis Gottes, das er uns einfach nicht sagt. Manchmal bekommen wir einfach keine Antworten von Gott. Aber Satan ist sehr raffiniert und er versucht immer wieder, dass wir an die Vergangenheit denken und Gott anklagen. Unsere Zweifel und unsere Verletzungen sind wie ein Gift in unserem Leben, das uns bitter macht. Und dann kommen wir in eine Depression hinein und sind immer ständig nur traurig und bedauern uns selber. Warum geht es mir so schlecht? Und die Schmerzen kommen vielleicht auch, weil gute Verbindungen zerbrochen worden sind oder gutes Verhältnis. Und wir müssen uns einfach entscheiden und sagen, ich will nicht mehr an diesen alten Dingen hängen. Ich bin nicht mehr bereit, die Enttäuschungen von damals, dass sie mich traurig machen. Und wir sagen, ich komme heraus aus diesem Gefängnis der Vergangenheit. Aber Satan will am liebsten, dass wir immer in diesem Gefängnis, unser ganzes Leben in diesem Gefängnis verbringen.
Und er möchte am liebsten, dass wir uns immer ständig selber bedauern. Und selber anklagen, andere Leute anklagen. Du bist schuld, dass es mir so schlecht geht. Und Zweifel an Gott haben und Zweifel an anderen Menschen. Verliere bitte keine Zeit mehr mit solchen Gedanken. Wir können die Vergangenheit nicht mehr verändern. Das ist einmal ist geschehen. Lass es nicht zu, dass die Vergangenheit dich immer noch bedrängt und bedrückt. Möchte euch Mut machen, wir alle, ich auch, wir haben alle Enttäuschungen und Schmerzen mitgemacht und durchgemacht. Und eins müssen wir verstehen, jeder Mensch hat die Möglichkeit, seinen eigenen Weg zu wählen. Gott kann niemand zwingen. Jeder Einzelne wählt den Weg für sich. Und wenn wir nicht bereit sind, die Vergangenheit zurückzulassen, werden wir immer wieder enttäuscht werden und viele enge menschliche Verbindungen werden abgebrochen. Zuerst waren wir verliebt, wir haben geheiratet und der Mann hat gesagt, ich liebe dich über alles. Aber nach 10 Jahren hat er eine andere gefunden und ist abgehauen. Und wie geht es dann weiter? Dann hat er sich gefühlt, dass er sich das ist eine Versuchung für dich, dass du sagst, ich habe selber keinen Wert, ich bin wertlos, keiner achtet mich und ich bin so zu bedauern. Und du kannst so in dieser Trauer bis an dein Lebensende leben und immer da hängen bleiben. Vor vielen Jahren habe ich einen jungen Mann zum Glauben geführt. Und ich habe diesen Mann sehr geliebt und ich bin von Amerika nach Thailand geflogen, um die Hochzeit für sie zu machen, denn die Frau war Thailänderin, der Mann war Ausländer. Und wir haben diese Familie sehr geliebt, wir sind mit ihnen nach Disneyland gefahren, um etwas gemeinsam zu erleben. Und danach fing ich an, mit dem Feuer des Heiligen Geistes erfüllt zu werden. Aber dieser Mann, der konnte das nicht leiden, er wollte nicht, dass ich vom Feuer des Heiligen Geistes gesprochen habe und er fing an, im Internet mich schlecht zu machen. Obwohl ich ihn und seine Frau wirklich geliebt habe, hat er mich so schlecht gemacht und hat noch andere mitgenommen, dass sie die Gemeinde verlassen haben. Und ich war wirklich sehr, sehr traurig. Dann hat Gott zu mir gesprochen, geh weiter, lass dich dadurch nicht traurig machen. Unser Gott ist so, wie wir es im 1. Mose 50, Vers 20 finden. Sammler Tan Tirak Prajau Nan, Puk Tan Kit Rai Torau Gut, Megapom Pupipe, Sammler Puk Tan, Puk Tan Kit Rai Torau Rau Kukundirak Prajau, Gotting, der Fai Prajau Song Dumri, Heikert Pundi, Yang Ti Bunkert Kulau, Ne Wani, Kuchua Chivit Konpen Anma. Für alle die Gott lieben,
gilt das. Ihr, die anderen, gedachten es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu erhalten ein großes Volk. Die Brüder Josefs haben ihn beneidet, haben ihn verkauft als Sklaven. Und das Leben des Josef ist ganz, ganz tief hinuntergefallen. Und obwohl er nichts Böses getan hatte, kam er ins Gefängnis. Aber wenn wir diese Geschichte lesen, werden wir finden, Josef hat nicht ein einziges Mal sich irgendwie beklagt. Josef hat nicht ein einziges Mal sich irgendwie beklagt. Er hat immer allen vergeben und hat nichts gegen Gott gesagt. Josef hat immer die Zukunft vor Augen. Er hat nicht versucht, den Brüdern wieder irgendwie was auszuwischen oder was zurückzuzahlen und dass sie das spüren sollen. Nein, er hat allen vergeben. Und selbst als Sklave hat er so gut gearbeitet, dass er hochgehoben worden ist als Leiter der anderen Sklaven. Und auch im Gefängnis hat er sich so gut verhalten, dass der Chef vom Gefängnis ihn hochgehoben hat und als Leiter eingesetzt hat im Gefängnis. Er hat sehr, sehr schlechte Dinge erlebt, aber weil seine Einstellung, seine Herzenseinstellung richtig war, hat er immer wieder erlebt, wie Gott ihn alles Böse zum Guten gewendet hat. Und am Ende war er der zweite Mann im Staat Ägypten, gleich unter Pharao, und das war die höchste Ehre, die er bekommen konnte. Aber seine Eltern, seine Brüder, da war Hungersnot, die hatten ganz große Not, und Josef hat sie nach Ägypten gebracht, um sie durchzufüttern und ihnen zu helfen. Fang an, alles Böse, alles, was dich verletzt hat, loszulassen. Lass los dein Groll und deine Zorn und deine Enttäuschungen. Lass los, und Gott wird dir einen neuen Weg geben, eine neue Hoffnung geben, dass dein Leben wirklich Frucht bringt. Und nachdem dieser Mann selber gegangen aus der Gemeinde und noch viele andere mitgenommen hat, habe ich mein Herz auf Gott ausgerichtet, auf die Zukunft ausgerichtet und hab nichts mehr nachgetragen. Und dann hat Gott viele neue Mitglieder in unsere Gemeinde gebracht, sodass alle Sitze besetzt waren. Und die Neuen, die da gekommen sind, die waren eifriger, die waren brennender, die waren viel besser zu gebrauchen als alle, die die Gemeinde verlassen haben. Wenn du alles aus der Vergangenheit zurücklässt und nichts mitschleppst an Groll und an Missverständnissen und was da alles war, Gott hat viel Besseres für dich vorbereitet. Römer 8:28
Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Liebe Gott, vergiss das Alte und Gott hat was viel Besseres vorbereitet für dich. He can take your scars and change it to be stars. พระเจ้าสามารถเปลี่ยนแผลเป็นของชีวิตของท่านให้การเป็นดวงดาวที่สดใสได้ kann deine Verletzungen, deine Wunden verwandeln in Sterne. Das was dich verletzt hat, dir nur noch zum Guten dient. ภาษาอังกฤษบอกว่า God wants to take your disappointments and change them to reappointments.พระเจ้าสามารถเอาความผิดหวังในชีวิตของท่านและให้ท่านไปสู่ก้าวใหม่ไปพบคนใหม่ๆพบสิ่งใหม่ๆที่ดีกว่าเดิม Im Englischen heißt es es ist so ein Wortspiel kann deine Enttäuschungen nehmen und daraus etwas viel besseres machen. Im Deutschen gibt's ein Wort das heißt kann aus deinem Mist denn du auf deinem Mist kann er wunderbare Rosen wachsen lassen. อย่าเอาตาของท่านความคิดของท่านไปเพ่งมองแต่สิ่งอดีตเพราะท่านจะไม่เห็นอนาคตท่านมองได้ที่เดียว Solange du immer an die Vergangenheit schaust und daran denkst, hast du keine Chance in die Zukunft zu schauen. อย่าให้ความเศร้าใจที่มันเกิดขึ้นในอดีตดึงรั้งท่านไว้ที่ท่านไม่สามารถเข้าไปสู่อนาคตที่สดใสได้Lass das Traurige, was du erlebt hast, nie dich gefangen nehmen, sondern geh nach vorne und erwarte etwas Neues, etwas Gutes. 2-3 ปีก่อนผมบินมาเยอรมันครั้งแรกผมไปที่ประเทศญี่ปุ่น Vor 2-3 Jahren, als ich das erste Mal nach Deutschland gekommen bin, war ich vorher noch in Japan. ผมลงทุนลงแรงเยอะมากค่าตั๋วเครื่องบินทำคำสอนมาเป็นภาษาญี่ปุ่นเยอะมาก Und ich habe sehr vielOpfer gebracht und dafür eingesetzt für den Flug, für das Hotel und für alles und für die Und nachdem ich 3 Jahre in Japan ganz viel investiert habe, eingesetzt habe und versucht habe, eine Gemeinde zu bauen, haben sie plötzlich gesagt, ach, jetzt haben wir einen eigenen Pastor, du brauchst nicht mehr zu kommen. Bye-bye. Ich war sehr enttäuscht, ich war sehr traurig, aber ich kam da sehr schnell wieder raus.เพราะผมรู้ว่าพระเจ้ามีอนาคตที่ดีกว่าให้กับผม Weil ich wusste, Gott hat eine bessere Zukunft für mich. และที่ดีกว่าก็คือเยอรมนีกับสวิตเซอร์แลนด์ Aber das Gute, was Gott für mich vorbereitet hat, das war Deutschland und die Schweiz. ถ้าผมยังไปญี่ปุ่นอยู่ผมคงมาที่นี่ไม่ได้เพราะว่าต้องไปบินไปที่นี่3ครั้งต่อปีผมไม่มีเวลามาเยอรมันแน่ๆ Wenn ich weiter nach ยุ่งที่ประเทศญี่ปุ่นWenn ich weiter nach Japan gegangen wäre, dann hätte ich nicht nach Deutschland und die Schweiz kommen können, denn ich war 3-mal im Jahr immer in Japan. Die Leute oder der Pastor in Japan hat mich weggeschickt, sie brauchten mich nicht.Aber Gott hat mir was viel Besseres geschenkt, Pastor Gassama und Pastor Mao. Gott hat mich bedauert, er weiß, dass ich nur 24 Stunden jeden Tag habe. Und er möchte nicht, dass ich viel Zeit vertue mit Dingen, die doch keine gute Frucht bringen. ตอนนั้นความลับของพระเจ้าความลับ secret ก็คือตัดของที่มันไม่เกิดผลออกแล้วเอาผมไปอยู่ที่ใหม่ที่จะเกิดผลมากกว่าเพราะพระเจ้ารัก
Und das Geheimnis für mich und das Geheimnis Gottes war, dass er mir das weggenommen hat, wo keine Frucht rausgekommen ist und mir etwas geschenkt hat, wo viel Frucht entstanden ist. อยากพูดหนุนใจอีกครั้งหนึ่งอดีตเมื่อวานนี้ผ่านไปแล้วเราเปลี่ยนอดีตไม่ได้ Ich möchte euch Mut machen. Vergesst die Vergangenheit, die können wir doch nicht mehr ändern. เราไม่สามารถเปลี่ยนเมื่อ10ปีที่แล้วได้ Und was vor 10 Jahren passiert ist, das ist vergangen. อย่าอยู่ในอดีตต่อไปเลยครับSchau nicht mehr weiter oder hänge nicht mehr an der Vergangenheit. Jeden Morgen, den du aufstehst, ist ein neuer Tag. Du hast vielleicht eine falsche Entscheidung getroffen und bist traurig darüber. Nein, macht nichts. Geh neue Wege, fang neu an.แต่วันนี้ท่านตื่นขึ้นมาวันนี้เป็นวันที่ข้าพเจ้าจะทำดีที่สุด Und jeden Morgen wenn du aufstehst sage ich heute werde ich das Beste daraus machen หนังสือเอเฟซัสบทที่5ข้อ15และข้อ16 Epheser 5 Vers 15 und 16 เหตุฉะนั้นจงระมัดระวังในการดำเนินชีวิตให้ดีอย่าให้เหมือนคนไร้ปัญญาแต่ให้เหมือนคนมีปัญญา So seht nun sorgfältig darauf wie ihr euer Leben führt nichtAls Unweise, sondern als Weise. Und kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Kauft die Zeit aus, das heißt nicht, dass du dann.Andere übers Ohr hauen sollst und damit du besser hast. Die Vergangenheit ist abgeschlossen. Was morgen ist, wissen wir nicht. Es kann sein, dass wir morgen schon im Himmel sind. Aber heute sei klug und mach das allerbeste, was du tun kannst. Amen. พระเจ้าไม่ใช่พระเจ้าแค่เป็นผู้ที่สามารถเอาเหตุการณ์ร้ายกับตลปัดให้เป็นสิ่งดีต่อชีวิตของเราได้เท่านั้นนี่เป็นลักษณะของพระเจ้า Und das ist Gottes Eigenschaft. Er kann alles Böse, alles Schlechte zum Guten wenden, dass wir das Beste bekommen für unser Leben. ในโยเอลบทที่2ข้อ25Joel 2:25 lesen wir. เราจะให้บรรดาปีของเจ้าคืนสู่สภาพเดิมคือที่ตั๊กแตนวัยบินได้กินเสียที่ตั๊กแตนวัยกระโดดตั๊กแตนวัยคลานตั๊กแตนวัยเดินได้กินคือกองทัพใหญ่ของเราที่เราส่งมาท่ามกลางเจ้านั้น Das sagt Gott und ich will euch die Jahre erstatten, deren Ertrag die Heuschrecken, Larven, Geschmeiß und Raupen gefressen haben. Mein großes Heer, das ich unter euch schickte.หมายความว่าความผิดของเราในอดีตที่เราสูญเสียบางสิ่งบางอย่างไปพระเจ้าสามารถกู้คืนให้เราได้ภาษาอังกฤษก็เรียกว่า restoration กู้คืนกลับมา Und das heißt Gott kann alles schlechte restaurieren wieder neu machen wie wir ein Haus restaurieren พระเจ้าพูดในหนังสือพระคัมภีร์บอกว่าความรักและความเมตตาของพระองค์ใหม่ทุกเช้าDie Bibel sagt, die Gnade und die Güte Gottes ist jeden Morgen neu. ทุกวันตอนเช้าตื่นมาเป็นวันใหม่และเราสามารถรับความรักและความเมตตาของพระองค์ที่ใหม่ๆได้อีกวันหนึ่ง Und jeden Tag können wir aufstehen und sagen, ich empfange deine Gnade als nagelneu, wie noch nie gehabt. สิ่งที่สูญเสียไปพระเจ้าสามารถกู้คืนมาให้เราได้ UndUnd was wir verloren haben, was wir alle Enttäuschungen und so weiter, er kann uns das alles erstatten. ผู้ชายคนนั้นที่ผมพูดถึงว่าออกจากโบสถ์ไปพาคนออกไปหลายครอบครัวนะครับเป็นนักทำด้านเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีให้โบสถ์ผมก็ทำงานที่ Microsoft. Der Mann, der
so selber von meiner Gemeinde gegangen ist und viele anderen mitgenommen hat, viele Familien mitgenommen hat, der hat bei Microsoft gearbeitet und konnte sich mit dem Computer sehr gut aus. Und nach 3 Monaten hat Gott einen Mann aus Taiwan in unsere Gemeinde gebracht, der hieß Joshua. Joshua. Oder Joshua. Und der Joshua, der war 100 Mal besser als der gegangen ist. Halleluja. Und wenn ich Probleme habe mit dem Computer, nachts um 11 kommt der Mann und setzt sich hin, 5 Minuten ist die Sache gelöst. Mein Schwiegersohn hat es nicht fertig gebracht, ich noch weniger, der macht das ruckzuck. Gott hat das Alte uns erstattet und noch viel besser als vorher. Wenn ihr einen Fan seid, dann nicht lange, dann nicht lange. Dann geht es, dann geht es. Und wenn dein Mann weggelaufen ist und dich alleine und dich sitzen hat lassen, sei nicht traurig, jammere nicht nach, sondern Gott wird dir einen Engel schicken an seiner Stelle. Aber du musst dir selber vergeben. Und du musst allen denen vergeben, die dich enttäuscht haben und dir wehgetan haben. Und du musst auch Gott vergeben. Zürne nicht gegen Gott, gegen andere, gegen dich selber. Heute tue ich das Beste, was ich tun kann. Tönn ma, tham phom suy suy, sai lipstick, tha na di di suy suy, tham di di sut. Heute stehst du morgens auf, machst deine Haare wunderschön und machst Lipstick dran und dass du wirklich wunderschön bist. Und du gehst lächelnd in den Tag. Und wenn dein Mann dich sitzen hat lassen, dann bist du nicht traurig, sondern dann lächelst du und freust dich und gehst fröhlich deinen Weg. Denn wenn du traurig bist und so ganz bitter daherkommst, jeder Mann, der dir begegnet, der sagt, ui, mit der will ich nichts zu tun haben. King Kong, ting lo bei mir belei, der wird auch der Hai, tut so wann mal zu einem Raum. Wenn der King Kong abgehauen ist, sei nicht traurig, geh fröhlich weiter, Gott gibt dir was viel Besseres. Ephesians 3:20 sagt, "Bat ni ko hai prakiet chung mi dae pra ong phu song samat ke tham sarapat meak ying kwa thi rao cha thun kho ru kit dai tam rit det thi prakop yu phai nai tua rao." Epheser 3, Vers 20 lesen wir, dem aber, der überschwänglich tun kann, über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt. Wenn du dein Herz gut behandelst, denkst du nicht an die Vergangenheit. Lass nicht zu, dass die Bitterkeit in deinem Herzen ist. Sei nicht traurig in deinem Herzen. Hör auf, dich selbst zu bedauern und zu bemitleiden. Hör auf, Gott zu beschuldigen und zu sagen, Gott, warum hast du das zugelassen? Warum ist das passiert? Steh auf aus der Asche der Traurigkeit. Nimm ein Bad oder eine Dusche. Sei ein schickes Kleid. Sei ein Hom.
Und du nimm ein bisschen Parfüm. Ta Lipstick. Und mach deine Lippen schön rot. Und gehe der Zukunft entgegen. Gott wird dir eine neue Arbeit geben, einen neuen Mann schenken, der viel besser ist als der alte. Gott kann etwas viel, viel Besseres tun, als wir das uns nur vorstellen können. Ich möchte jetzt noch zu Ende kommen mit einer Geschichte von einem Mann. Das war ein Prophet, der hieß Samuel. Samuel Dieser Samuel hat einen jungen Mann eingesetzt als König, der hieß Saul. Samuel hat Saul geholfen, in seinem Leben zu erreichen, Der Samuel hat alles getan, um dem Saul zu helfen. Er hat ihn gesalbt, er hat ihn gesegnet, er hat für ihn gebetet. Und der Samuel hatte die große Hoffnung, dass Gott den Saul wirklich gebrauchen könnte für ganz Israel. Aber Saul ist vom Weg abgekommen, hat Gott verlassen. Samuel sauใจมาก. Da war Samuel sehr, sehr traurig. Der Samuel hat alles eingesetzt, hat alles versucht und getan, um diesem Saul zu helfen. Und jetzt schau mal, was Gott zu dem Samuel spricht. 1 Samuel 16, ข้อ 1 1 Samuel 16 Vers 1 พระ เยโฮวาห์ ตรัส กับ ซามูเอล ว่า เจ้า จะ เป็น ทุกข์ เรื่อง ซาอูล นาน เท่า ใด เล่า เมื่อ เรา จะ ถอด เขา จาก กษัตริย์ เหนือ อิสราเอล แล้ว จง เติม น้ำมัน ใน ให้ เต็ม เขา สัตว์ ของ เจ้า แล้ว ก็ ลุก ไป เถิด เรา จะ ให้ เจ้า ไป เจอ เจสสี ชาว เบธเลเฮม เพราะ ว่า ในหมู่พวกของบุตรชายของเขาเราจัดเตรียมกษัตริย์องค์หนึ่งก็คือองค์ใหม่ให้แล้วสำหรับเรา Und der Herr sprach zu Samuel: Wie lange trägst du Leid Saul, den ich verworfen habe, dass nicht mehr König sei über Israel? Fülle dein Horn mit Öl, geh hin, ich will dich senden zu dem Bethlehemiter Isai, denn unter seinen Söhnen habe ich mir einen zum König ersehen. พระเจ้าถามคำถามเดียวกับท่านเหมือนกันท่านจะเศร้าเรื่องนั้นไปอีกนานเท่าไหร่ Gott möchte dir eine Frage stellen. Wie lange willst du noch traurig sein? ท่านจะเศร้าไปอีกนานเท่าไหร่ที่แฟนคนนั้นทิ้งท่านไป Traurig weil dich dein Mann sitzen hat lassen.ท่านจะเศร้าไปอีกนานเท่าไหร่ที่สมาชิกคนนั้นตอนแรกก็รักท่านดีๆแล้วตอนหลังหมั่นไส้ท่านแล้วก็ทิ้งท่านไป Warum bist du so traurig, dass dieses Mitglied deiner Gemeinde dass du dich so gekümmert hast, dich sitzen hat lassen und weggegangen ist? จะนั่งร้องไห้ไปอีกกี่ปี Wie lange willst du noch weinen? จะเสียใจไปอีกกี่เดือน Wie lange willst du noch traurig sein und bitter werden? Look hin! Steh auf! ออกจากเท่าทาน Steh auf aus der Asche! แต่งตัว Mach dich hübsch! ใส่น้ำมันเข้าไปในเขาสัตว์ที่เจ้ามี Gieße Öl in dieses Horn. เพราะเรามีสิ่งใหม่เตรียมไว้กับเจ้า Gott hat was Neues für dich. ดีกว่าเดิมอีก Viel besser als das alte. ซาอูลก็ดีแต่ดาวิดดีกว่าSaul war gut. ถ้าคนทิ้งท่านไปไม่ต้องร้องไห้ไปเกิน3วันแม้แต่1คืนด้วยเดี๋ยวพระเจ้าส่งคนใหม่ดีกว่าเดิม Hör auf zu weinen und wenn es nur eine Nacht ist, Schluss damit. Gott hat was Besseres für dich. หมายความว่ายังไงครับ
Was bedeutet das Öl in dem Horn? Dieses Öl ist der Heilige Geist und das Feuer des Heiligen Geistes. Lass das Feuer alles Traurigkeit verbrennen in dir. Und dieses Öl in diesem Horn bekomme ein neues Leben, eine neue Einstellung durch den Heiligen Geist. Bleib nicht unter deiner Decke sitzen, unter der du dich versteckt hast und weinst noch weitere 10 Jahre. Hör auf, traurig zu sein. Steh auf. Steh auf und mach, tue das, was Gott dir sagt. Geh dahin, wo Gott dich hinschickt. Und du triffst einen neuen, den Gott dir vorbereitet hat. Denn wir glauben, Gott hat was viel Besseres für uns vorbereitet, als wir es bisher hatten. Wenn du das tun kannst, dann kommst du ans Ziel deines Lebens. Und du hast ein perfektes Ende am Ende deines Lebens. Und dein Leben geht immer weiter in bessere Sphären und in höhere Dinge im Leben hinein. Merkt euch, jeden Morgen ist seine Gnade und seine Güte immer neu. Jeden Tag, den wir aufstehen, ist ein neuer Tag für uns. Vergiss die Vergangenheit. Fang jeden Tag neu an. Merk dir, jeden Tag kann Gott etwas Neues machen für dich. Gott kann auch das erstatten, was der Feind dir gestohlen hat, und du kannst neu anfangen. Gott hat was viel, viel Besseres vorbereitet, wenn du glaubst und ihm vertraust. Zieh dich nicht mehr weiter zurück. Hör auf, traurig zu sein. Lebe nicht mehr in deiner Vergangenheit. Hänge nicht mehr daran. Jeden Tag ist ein neuer Tag. Heb nicht all deine Schmerzen in deinem Herzen auf. Schau diese Welt nicht immer im negativen Sinn an. Ja, zweifle nicht an Gott. Vertraue du ihm. Er hat eine viel bessere Zukunft für dich. Er ist ein Gott, der Wunder tut. Der Tote aufwecken kann und das Tote auch aufwecken kann. Lass uns weiter nach vorne gehen mit Gott. Verlass die Vergangenheit. Wir haben vielleicht manches gelernt aus der Vergangenheit, okay, aber wir schauen nicht mehr zurück. Ich glaube sicher, dass wenn ihr das tun könnt, was ich heute gelehrt habe, werdet ihr die glücklichsten Menschen der Welt. Ihr habt eine wunderbare Zukunft. Und ihr werdet erfahren, Gottes Güte, Gottes Treue, wie wunderbar er ist zu uns. Denn du lebst im Glauben und im Vertrauen auf Gott. Vertraue deinem Gott. Er ist der Größte, der Herrlichste, der Wunderbarste. Amen. Wer sagt, ich
will die Vergangenheit vergessen. Werf sie weg. Nach hinten. Ting adit pai. Werf die Vergangenheit zurück. Weg damit. Pai khang na. Wir gehen nach vorne. Khong di yu khang na. Salla sern pra chao. Das Gute ist vor mir. Gott sei Lob und Preis und Dank. Wann ni phum yak cha hai than au khau sat ok ma. Ich möchte, dass jedes sein symbolisches Horn herausholt. Dieses Horn ist dein Herz. Und ich werde das Öl hineingießen. Ich werde das Feuer des Heiligen Geistes hineingießen. In deine... Verlass das Alte, verbrenn das Alte. Empfange die neue Salbung. Und empfange das Gute. Jetzt, ich werde Frucht bringen in der Schweiz. Und du wirst Frucht bringen in Deutschland. Und du kommst nicht nur in die Gemeinde, um die Sitze aufzuwärmen. Aber jeder ist mit einem leuchtenden Gesicht, macht Mut euren Pastoren und helft euch gegenseitig und schaut auf die goldene oder die tolle Zukunft, die Gott vorbereitet hat. Gott wird dich gebrauchen. Wer will Frucht haben und dass dein Leben Wert hat? Halleluja. Wer möchte sich einfach so treiben lassen im Leben, ohne Ziel, ohne eine klare Ausrichtung? Da müssen wir die Vergangenheit einfach zurücklassen, vergessen und nach vorne schauen. Und noch was. Hört auf, über die Vergangenheit zu sprechen und zu reden. Und was die Menschen schlecht an dir getan haben, sprich es nicht mehr aus. Das ist vergangen. ผมไม่ได้เอ่ยชื่อใครนะครับอาจารย์หมอวรุณทําผิดวันนั้นนั่งพูดแต่อดีตไม่ระบบวันนี้พระเจ้าจะอวยพรฉันวันนี้สิ่งนี้จะเกิดกับฉันอย่าไปพูดเลยบ่นเรื่องอดีตเรื่องคนอื่นเค้าทําผิดอะไรเสียเวลาเปล่าๆพูดแต่ของดีจากสวรรค์ดีกว่า Hört auf, die alten Geschichten rauszukramen und immer wieder: Ja, der Pastor hat mich verletzt, der Pastor hat mich beleidigt und dieser Mensch oder diese Frau hat mich nicht beachtet. Und hört auf, diese alten Geschichten immer wieder aufzuwärmen und zu erzählen. Nein, fang an, Gott zu loben, ihn zu preisen, in die Zukunft zu schauen und zu sagen, Gott hat was Besseres für uns. Amen. Amen. Halleluja. Vielen Dank, dass Sie diese Predigt bis zu Ende gehört haben. Ich glaube, dass Gott Ihnen viele Wahrheiten gezeigt hat und sein Licht in Ihr Herz hineinleuchtet ließ. Sie sind nicht nur ein Hörer, sondern Sie setzen die Wahrheit in Ihrem Leben um. Gott segne Sie im Bereich Ihrer Familie, Ihrer Arbeit, Ihren Dienst, Ihre Finanzen, Ihre Gesundheit und die Gemeinde, die Sie Mitglied sind. Im Namen Jesus.
สวัสดีค่ะ In the name of Jesus Christ, I command that you are healed from sickness and disease. In the name of Jesus Christ, your curses are broken and you are free from the bondage.You will be filled with the blessing of Abraham that will overtake you. In the name of Jesus Christ, I command that the poverty have to leave you and God's blessing come upon you. May the Lord shower into your life His grace, His blessing, His joy, His faith, His goodness, His favor, and you shall know the Lord your God.In the intimate way, you will be the people of faith that the Lord will answer your prayer and God will get all the glory. I command that the mountain in your life must be made flat. And you shall have supernatural breakthroughs in your life. The provision, the healing, the victory of the kingdom of God shall follow you. And you shall be His witness in this generation.May the Lord bless you in the name of Yeshua HaMashiach.